voll mit Zeug. Jo. Tu dich dahin, mach das da eben weg und mach dich. Dum, 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 dum. Dahin. Gut. Eigentlich kannst du dich direkt von da dahin fliegen, aber das ignorieren wir mal groß. So. Du. Brutzel. Strom ist immer noch okay. Alles gut. Ich müsste nur die Muni noch loswerden. Da ist eine lila Kiste. Die nicht komplett voll ist. Die 5 nehme ich mal mit für den nächsten Kampf. Nee. Ich sollte es einfach wirklich anfordern. Ich sollte nicht immer Zeug mitschleppen, das ich gerade nicht brauche. Du hast keinen Strom. Dum, dum, dum. Bau mehr davon. Und ich sollte mal für mich selber auch ein bisschen was an Ressourcen holen. Hm? Ja. Wie die Geier um den Roboporter drum. Leichter gesagt als getan mit Ressourcen für mich holen. Das artet echt zu einem Problem aus hier, oder? Also in den nächsten Folgen irgendwann. Hätte ich da eine stehen lassen sollen. Ja, Kupfer 440 nur noch. Also ja, ich verbrauche gerade recht viel, weil ich alle Vorräte wieder auffülle, aber dennoch. Ich habe das da sogar doch hier ein bisschen optimiert und so. Trotzdem reicht euch das nicht. Gieriges Bug. Okay, das hier ist ein Problem. Muss aber so sein. Warte, ich könnte es zu roten machen. So, wird es jetzt schnell genug wegtransportiert. Dass das da näher aufrücken kann und dann alles klappt. Sieht besser aus, jo. Da muss ich allerdings jetzt hier oben. Doch, muss passt mit Modul reinhauen, ne? Braucht er wieder so viel Strom? Habe ich noch eine Schmelze? Ja. Bau einfach noch einen dahin. Den geht das schon irgendwann irgendwie auf. Auch wenn da jetzt kaum Plätze zwischen sind. Das heißt, ich müsste daraus eigentlich auch komplett rot machen. Ja, ich weiß nicht. Oder ich mach. Nee. Die Zwischenkisten hier brauche ich eigentlich gar nicht. Die irritieren nur die Roboter, oder? Weiß. Jetzt auch nicht wirklich viel, aber das ist schon mal okay. So, wir haben einen Splatter-Angriff hier unten irgendwo gehabt. Da. Ich hoffe, die Sachen werden schnell genug ersetzt. Brutzel, Brutzel, was wurde vernichtet? Ist die Anzeige ist weg. Fließbänder sind im System automatisch hergestellt. Die Ärmchen sind automatisch hergestellt. Sie müssen nur hingebracht werden. Das werden sie auch schon. Jo, gut. Kohle. Ich brauche mehr Kohle. Hatte ich hier nicht immer noch ein Kohlefeld? Da ganz oben, ja. Das jetzt hier runterbringen? Oh, warte. Ich könnte das einfach von hier abzwacken. Und damit hinbringen. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Bauen wir hier ein paar Untergrunddinger. Das
dann einfach da rein. Das heißt, alles an Überschuss, was nicht hier verbraucht wird, kommt dann hier mit ran. Schön. Schön, 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 schön. Das heißt, das Kohle da oben, die Kohle da oben wird auch nach und nach abgebaut und die Felder verschwinden irgendwann, dass sie das hier ohne schlechtes Gewissen zubauen kann. Also, und ich sollte hier weitermachen mit dem regelmäßigen Abreißen, sonst wird das Ding nie leer. Das Einzige, was ich hier, glaube ich, beachten musste, war, dass die Leichtölfässer noch was drin haben. Und das ist schade, wenn das wegkommen würde. Das heißt, ich müsste einmal das Leichtöl von hier anschließen an das Leichtöl da ganz hinten. Was friemlich wird, ne? So. Schweröl ist alle, ja. Wie viele... Wow, ganz viel Plastik. Wie viele Rohre habe ich denn? Nicht genug. Bau Untergrundrohre, bau ganz viele normale Rohre. Und sobald ich einen guten Vorrat an Röhren habe, verbinde ich die ganzen einfach. Das passt schon irgendwie. Hier ist gar keine Selbstschussanlage in der Nähe, ne? Ne, bau mal hier einen so einen Satz da von hinten. Na komm, mach gleich zwei. So. Und hier auch. Gute Abdeckung ist von Türmen. Du bist leer, kannst also weg. Need more working radars. Ja, okay. Blub. Kostet gleich ganz viel Strom. So. Plastikherstellung. Hat dich jetzt Plastikherstellung da drüben auch irgendwo gemacht? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Muss ich schauen. Und ich klatsche hier zwischen einfach mal ein paar Radarschüsseln. Dum-dum. Dum-dum. Radarsholz 18, alles gut. Okay. Eisen 4800, Kupfer ist nicht existent. Meh. Meh. Ist der Rest dann wenigstens in Ordnung? Grüne Chips ja, rote Chips geht so, blaue Chips halten sich bei 103. Hatte ich die abgeknapst? So, die waren da. Nee, wir warten auf Schwefelsäure, die nicht kommt. Ja, Süderweiterung. Führt keinen Weg drumherum. Ich hoffe, wir haben inzwischen genug was? Autsch. Wo kommen die ganzen... Wo fliegen die ganzen Steinziegel gerade hin? Also alle Steinziegel, die hier hergestellt wurden, wurden abgeholt vom Roboter und dann... Ich mach das mal weg. So, da ist jetzt ein Ziegel drin. Wer holt den Ziegel ab? Wo kommt er hin? Zum Lager? Nee. Ach da. Ah, okay. Hier sind die Mauern. Gut. Okay. Das heißt, ich erweitere jetzt einfach das Stromsystem um zwei Poles oder so Richtung Süden. Und dann sollten die ganzen Dinger damit drin sein. Die ganzen Ölfelder. Dann copy-paste ich einfach mal Verteidigungsanlage. Und okay, mehr als zwei. Eins, viel mehr als zwei. Drei, vier, fünf, plus noch ein Abstandshalter. Und, wow, da kommt ein Angriff. So, ich denke mal hier wäre es dann. Ja, explodiere ruhig. Das kann mein Schild aushalten. Braucht definitiv mehr Poles, das ist richtig. Bau das da. Und ich bräuchte einen Roboport, der hier irgendwo ist und angeschlossen.
So, dann mache ich jetzt einfach den da. Hier hin. Zack. Und zack. Und zack. Hat jetzt natürlich diverse Lücken rechts und links, aber die werden nach und nach aufgehoben. Dann passt das hoffentlich. Das mit dem Fließband wird ebenfalls ein Problem. Ja. Und Mauer. Ich erweitere die schon mal einen Ticken von Hand, weil gerade hier die Ecke ist ein Problem für die Roboter. Jetzt machen wir das einfach so. Welche Höhe? Noch ein bisschen weiter, okay. So, und dann von hier aus erweitern, dann passt das. Ich bräuchte trotzdem noch mindestens 5 oder so Roboports. Bau die mal. Dann noch mehr davon. Ich bräuchte überhaupt die Munition erstmal hier unten, damit die Türme schießen können. Weiß ich, könnte jetzt schon das Fließband anpassen. Das braucht ganz schön viel. Warum habe ich hier ein Loch reingemacht? So. Das bräuchte ich ganz schön viele Fließbänder. Ich gucke mal, ob ich ganz schön viele Fließbänder irgendwo liegen habe. Bin dann ja wohl hier oben irgendwo. Da. Es sind nicht so super viele. Oh. Kein bisschen Overkill oder so. Plastik weg, du weg. Kohle weg. Flakes weg. Das ist okay. Need more working. Schon wieder. Okay. Tue ich mal da unten zueinander. Es werden inzwischen ganz schön viele. Gut, dass keine Menschen hier leben würden, alle Kopfschmerzen bekommen. So, die Mauern habe ich jetzt nicht abgeholt. Nee. Ich mache jetzt schon mal die Munitionsversorgung nach unten. Auch wenn da noch nicht so viel steht, aber dass dann die Türme wenigstens schießen können. Und die Türme hier haben ja schon einen kompletten Satz an Munition. Bis die ausgehen, dauert das eine Weile. Kann ich oben hier noch abreißen. Das sollte schon irgendwie passen. Oder habe ich noch ein Stack? Ja, ich habe unten noch ein Stack in der Hotkey-Leiste, sehe ich gerade. Jo, super. Blub. So, Munition für alle. Jetzt bräuchte ich noch Robopost für alle. Damit das da auch abgedeckt ist. Und am besten auch verbunden, also hier irgendwo. Damit die nicht endlos zickzack fliegen müssen. Das ist richtig hier, ne? Ne, war ein falsch. So. Oui, Louis, Louis. Genau. Zufriedene Robotergeräusche sind gut. Munition kommt gleich an. Okay, da muss ich jetzt aber auch dafür sorgen, dass die Munition oben wieder. Wow. Ja. Bis ganz da hinten fliegt. Roboter, meine Freunde, gib mir bitte ganz viele davon. Ruhig mehr als wir haben. Das untere Ding kommt jetzt komplett weg. Alle Türme kommen komplett weg. Boah, ich versuche mir die Türme fast stehen zu lassen. Sowohl die Türme als auch die Mauer. Das könnte ich mir überlegen. Dass ich hier jetzt nicht mit dem Fließband arbeite, sondern mit Kisten, weil die Türme hier drin werden nicht so häufig schießen. Und wenn sie mal schießen, dann können sie auch ruhig von... Wow. Krass. Und wenn sie mal schießen, dann können sie auch ruhig von Kisten wieder versorgt werden. Und brauchen nicht ein extra Fließband. Und ich denke, das reicht langsam, oder? Ich gehe mal runter. Oh, ich bin am Verhungdurst trinken. Da. So, Plan für nächste Folge.
ganz, 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 ganz viele Fließbänder setzen. Nämlich, oh oh. Schießt jemand? 15 Türme schießen. Schon mal den ersten Angriff abgewehrt. Dafür, dass ihr noch nicht mal wirklich da seid, ist das eine gute Leistung, Türme. Also, Fließband einmal komplett rumsetzen, regelmäßig die neuen Turm-Blueprints setzen mit den grünen Ärmchen. Und dann auch relativ schnell anfangen, hier Pump-Checks draufzusetzen. Damit das alles passt. So, Osten und Westen brauchst du natürlich auch noch später die Türme dran, aber momentan die Angriffe kommen ja von hier unten. Sollte also okay sein. Warum bist du nicht repariert? Sehr komisch, sehr komisch. Oh, hier haben wir noch keine Abdeckung. Robobot, der nächste. Da so. Gut. Und noch kurz anschließen. Miep, miep. Angeschlossen? Angeschlossen. Okay, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder.